Hallo, liebe Solopreneure, grüßt euch, hier ist die Shelia. Und ich freue mich, berichten zu können, dass heute die erste sehr informelle Masterklasse stattfindet. Und zwar aufbauend auf einer Frage, die letzte Woche gekommen ist, auf meinem Videoaufruf. Und zwar, ich habe euch geschrieben, dass ich die Fragen sichte und schaue einfach jede Woche, worauf ich gerade Lust habe, anzuspringen. Und ich habe das erste Thema ausgesucht. Die Frage kam von, ich glaube, es war Christiane Fruth. Und ihre Frage war: Shelia, was sind die 7 Stufen zum Aufbau eines Online-Businesses, wenn ein Online-Business aufzubauen eine Treppe wäre? Und da Christiane eine 1-zu-1-Kundin von mir ist, die ganz neu dabei ist, mit der ich bald anfange im Thrive-Jahres-Mentoring, konnte ich auch mit ihr persönlich sprechen. Und wir haben gemeinsam ein bisschen näher hingeschaut. Und ich habe gefragt: Christiane, worauf kommt es für dich wirklich an? Und sie meinte: Ja, also ich habe ein sehr gut laufendes, etabliertes Offline-Business. Da ist sie wirklich sehr gut unterwegs und dieser Online-Feld ist für sie relativ neu. Sie fühlte sich das, als wäre das eine Anfängerfrage. Aber für all die anderen da draußen, die auch gerade anfangen, ist Christianes Frage ein Segen, weil sie hat in eurem Namen gefragt. Und was sie eigentlich wissen wollte oder der Kern hinter der Frage zu diesen Stufen war: Ja, Shelia, ich bin draußen auf dem Markt. Ich sehe alle möglichen Leute, die sagen: Mach dies, mach das, mach jenes. Ich habe ein bisschen überall einen Blick und ein paar Puzzleteile gesammelt, aber wo fange ich an? Und ich habe gedacht, wir machen das in 2 Teilen. Wir fangen an heute mit dem Anfang, mit dem Nullpunkt sozusagen. Und morgen spreche ich um 15 Uhr wieder hier in der Gruppe zusammen mit Rai Baumeister über eher Advanced Business-Aufbau, so mehr in die Richtung jedenfalls. Also heute eher die Anfänger, morgen eher in Richtung weiteren Ausbau deines Online-Businesses. Und ich habe gedacht, es könnte einfach auch sehr interessant sein, ein Kontrast darzustellen. Also, weil ich bin in diesem Business seit 10 Jahren. Ich hatte im Januar 2019 mein 10-jähriges Jubiläum, wenn man so will. Also das war vor 10 Jahren. Im Januar 2009 habe ich mein selbstständiges Business als Online-Coach und Online-Trainerin und Online-Mentorin begonnen. Und da vor 10 Jahren habe ich begonnen, mein Online-Business aufzubauen. Und einiges hat sich seitdem verändert, aber sehr viel ist auch gleich geblieben. Und ich habe gedacht, ich fange einfach heute mit dem Thema Content Marketing an als beginnender Punkt, weil das ist eine gleichbleibende, solide Konstante über die letzten 10 Jahre gewesen. Und ich zeige euch einen einfachen Trichter, der für mich ein grundlegender Trichter ist, der für jeder, der ein Online-Business anfängt, nach wie vor gilt. Also es hat wirklich Langfristigkeit, Nachhaltigkeit, dieser Trichter. Wenn du heute dabei bist und du schon mein ganzes Successful Solopreneur-System durchgemacht hast, die heutige Meisterklasse ist gerade so der Punkt zwischen deinem Marketing-Trichter aufbauen und deiner Follow-up-Strategie. Und wenn du den Content schon kennst, dann wird es für dich heute vielleicht eine Auffrischung sein oder ein neuer Blickwinkel. Und wenn du das gar nicht kennst, dann wird es eventuell für dich neu sein oder nur in Teil. Also, wir gehen das Gesamte an. Und ich habe einige schöne Notizen gemacht. Und ich hoffe, das ist okay für dich, Christiane, dass ich mich leicht orientiere an deinem spezifischen Fall, weil mir hilft es immer, wenn ich was lehre, wenn ich einen spezifischen Fall vor Auge habe. Und in deinem Fall, möchtest du ein neues Programm entwickeln für Chefärzte, Oberärzte, wahrscheinlich in Kliniken, wenn ich mich richtig erinnere. Und du möchtest die eher im One-to-One online begleiten. Also in deinem Fall wird es darum gehen, entweder zum Beispiel ein 6-Monats-Mentoring-Programm
Paket oder Coaching-Paket oder ein Jahres-Coaching-Paket oder ein gestuftes Paket. Also wir gehen aber davon aus, dass du in den Markt hinausgehst und du möchtest Chefärzte, Oberärzte auf dich und dein Angebot aufmerksam machen oder die Kliniken, in denen diese Personen ihre Arbeit tätigen. Und wir gucken uns als erstes diesen Trichter an, weil mir hilft, was Visuelles zu haben. Und ich nenne ihn gerne den Hero-Trichter, also wie Held, allerdings auf Englisch Hero. Ich buchstabiere das und schreibe das im Chatbereich. Und zwar folgendes: Die Grundidee von Content Marketing, wenn sie richtig durchgeführt wird, ist folgende Art und Weise. Du produzierst Mehrwertinhalte, also Inhalte, die deine anvisierte Zielgruppe interessiert, weiterbringt oder transformiert. Und da gibt es natürlich unglaublich viele Wege in der heutigen Zeit, das zu tun. Das sind die Basics, die man kennt. Man kann Blogartikel schreiben, man kann Artikel schreiben, die auf anderen Plattformen erscheinen. Im Fall von den Ärzten gibt es eine Plattform, habe ich mich informiert, heute dazu in einer Online-Recherche, der heißt DocCheck. Dort ist eine riesige Community von Ärzten, die sich dort versammeln. Es ist die größte Ärzte-Community in ganz Deutschland, vielleicht sogar in Europa. Dort gibt es Artikel. Man könnte auch einen Artikel dort platzieren beispielsweise oder auf der eigenen Website einen Blogartikel. Und dann die absolut bekannten Pappenheimer, wenn man so will, von Podcasts über Facebook-Live-Videos, wie ich gerade mache, Webinare, Xing-Posts, Videos und Artikel auf LinkedIn, Twitter, also all die Sachen, die man machen kann, um Mehrwertinhalte in die Welt hinauszustreuen. Und das ist schön und gut, wenn man diese Mehrwertinhalte kreiert in seinem Online-Business. Das ist schon mal an und für sich schon ein erster Schritt, der sehr nützlich ist. Weil stell dir vor, auf deiner eigenen Website würdest du diese Contents verlinken und jemand würde zu dir finden über eine Suche, zum Beispiel auf Google oder eine andere Suchmaschine, und würde auf deine Website landen. Sie würden schon jede Menge Content vorfinden und es würde beginnen schon den berühmten Kennen, Mögen und Vertrauen-Effekt zu entstehen. Das heißt, je mehr ich von dir dort lesen kann, desto mehr ich von dir sehen kann in Form von Videos, Podcasts etc., desto besser das Gefühl ich entwickeln kann, desto mehr besser ich mit dir Zeit verbringen kann und beginnen kann zu erkennen, ob du kompetent bist, ob ich dich glaubwürdig finde in dem, was du sagst. Ich kann, indem ich Zeit mit dir verbringe, schriftlich oder auf diesem Weg zum Beispiel, erkennen, was deine Persönlichkeit ist, wie du tickst, ob ich meine eine Sympathie zu empfinden dir gegenüber, ob wir eine gewisse Chemie haben. Und ich kann auch in dem, was du schreibst oder sagst etc., erkennen, ob ich finde, du bist ehrlich, ob du integer bist und ob ich dir vertraue, um einen nächsten Schritt mit dir zu gehen. Also diese Kennen-Mögen-Vertrauen-Effekt. Also wenn du alleine dort anfangen würdest, deine Mehrwertinhalte zu generieren, das wäre schon ein sehr guter erster Schritt in deinem Aufbau von einem Online-Business. Okay, aber wir wollen es natürlich nicht dabei belassen, weil nur Content in die Welt hinauszusteuern, da könnte folgender Effekt passieren. Nämlich, die Leute bauen diese Kennen-Mögen-Vertrauen-Effekt zu dir auf, aber wissen nicht, dass du ihnen weiterhelfen kannst, dass eine tiefere Zusammenarbeit auch möglich wäre. Und deswegen wäre es ganz gut, wenn du den Menschen da draußen hilfst, das zu verstehen und erkennen und mit dir weiterzugehen. Und hier ist der typischste Trichter, der Basic-Trichter, der Ninja-Trichter, wenn man so will, dieser Hero-Trichter. Und zwar, H steht für Help oder Hilfe. Ich schreibe das hier in dem unteren Bereich. In dem Fall geht es überein auf Deutsch. Und zwar, das ist die Idee, Mehrwert, du hilfst den Menschen auf irgendeine Weise. Das sind diese ganzen Contents hier oben. Dann
was du machen möchtest, ist, du möchtest die Leute weiterführen in deinen Trichter und das könnte auf folgende Art und Weise so aussehen. Keine Ahnung. Also zum Beispiel, wenn ich heute diese Masterclass mit dir mache und ich sage am Ende zu dir, wenn dieser Content dich interessiert hat und du an eine weitere Zusammenarbeit, vielleicht sogar persönlich mit mir, über die nächsten 6 Monate interessiert bist, dann melde dich in den nächsten Tagen für ein Kennenlerngespräch an. So, das wäre hier unten auf dem Trichter. Ich springe von hier oben auf Hilfe direkt auf Offer. Ich schaue es hier rein. Okay, ups, warte mal. Das hat das gerade nicht so richtig gemacht. So, das wäre eine direkte Einladung, in ein Kennenlerngespräch zu kommen, um mehr zu erfahren, wie meine Angebote aussehen. Okay, das ist schon mal nicht schlecht, weil es gibt eine Menge an Menschen und im Marketingbereich, also ich habe 14 Jahre im Online-Marketing gearbeitet und wir haben immer von einer kleine proaktive Gruppe gesprochen. Die Studien haben immer wieder gezeigt, es gibt eine Menge von Menschen zwischen 0,5 und 5%, die zu den sehr proaktiven gehören. Die hören was von dir heute, sie brauchen keinen weiteren Kontakt mit dir, die sind überhaupt sehr risikobereite Menschen, sehr offene Menschen und sie machen sofort ein Kennenlerngespräch mit dir aus und gehen weiter. Aber diese Leute sind in der Minderheit, also eben 0,5 bis 5%. Das hinterlässt uns diese 95% mindestens, die nicht so schnell agieren, die Zeit brauchen, um Vertrauen zu dir aufzubauen oder auch die vielleicht in einer Konsumentenphase gerade unterwegs sind, die noch nicht in der Kaufphase sind. Was meine ich damit? Ich meine, ich gebe euch ein Beispiel. Zurzeit denke ich darüber nach, dass mein Leasing-Angebot für meinen kleinen Audi ausläuft diesen Sommer, ich glaube in Richtung August. Ich brauche ein neues Auto und ich beginne mich zu informieren über Möglichkeiten. Vielleicht wird es wieder ein Audi sein, vielleicht will ich mit einem Golf Sportsvan oder was anderes unterwegs sein. Ich bin gerade an meine Strecken Fühle ausstrecken und zu gucken, was könnte es werden. Ich mache Recherchen im Internet und ich rede mit meinem Mann drüber und so weiter und so fort. Und ich habe zwar eine E-Mail-Kontakt bekommen von der Typ, von dem ich das Auto geleast hat, der mich schon in den nächsten Leasing-Vertrag bringen möchte. Er hält gut Kontakt zu mir in den letzten Monaten, weil er sieht selbst, dass mein Leasing ausläuft. Aber ich bin noch nicht so weit, dass ich zuschlage und sage, ja, lass uns einen Termin machen, um einen weiteres Audi zu leasen, weil ich bin in einer Phase, wo ich gerade recherchiere. Und manchmal erwischen wir Leute dabei, wo sie einfach in einer Phase sind, die noch nicht heißt, zuschlagen, kaufen, buchen für eine Dienstleistung. Okay, das heißt, diese 2 Stücke dazwischen sind für die anderen Menschen, die anderen 95% plus, die mehr Kontakt mit uns brauchen. Und hier geht die allgemeine Literatur auseinander. Manche Studien sagen, die Menschen brauchen zwischen 5 und 12 Kontakte mit uns, um ein größeres, wertiges Paket zu kaufen oder sich jedenfalls darauf einzulassen. Andere reden von 30 Kontakte und mehr. Also es ist schwierig zu sagen, was genau richtig ist. Von meinen persönlichen Beobachtungen, für all diejenigen Statistiken, die wir über die letzten 10 Jahre geführt haben, ist häufig der Fall, dass jemand, der in ein Kennenlerngespräch gewesen ist, wenn ich nachschaue, wie viele Kontakte haben sie von mir dazwischen gehabt, liegt es meistens auch zwischen diese 5 und 12. Okay, also wenn sie überhaupt die richtige Person sind, in der richtigen Kaufphase und so weiter und so fort. Und vielleicht kennst du das selber, wenn du länger mit deinem Business unterwegs bist, egal ob offline oder online. Manche Leute brauchen sogar Jahre. Ich hoffe, ich höre das ganz häufig oder mit Simone in unseren Kennenlerngesprächen, dass sie von denen berichtet bekommen, dass sie mir schon seit 2 Jahren, 3 Jahren folgt oder länger, bis es endlich so für sie zu weit ist. Deswegen heißt es, ein Business aufzubauen, egal ob online oder offline, ist es eine Sache von Konsistenz und Ausdauer und Geduld. Weil da die Samen, die wir heute pflanzen, sind nicht die Früchte, die wir heute essen. Das dauert eine Weile, bis das alles seinen Weg geht und an Moment
entwickelt. Und deswegen haben die meisten Menschen, die auch zu mir in den Kennenlerngesprächen kommen, beobachtet bei sich selber, dass sie circa 18 Monate mindestens brauchen, um all das hier so auf die Beine zu stellen, dass es beginnt, Früchte zu tragen. Okay, so wollen wir zu dem zweiten Teil von diesem Trichter gehen. Jetzt sind wir bei E, nämlich für Engage. Ich schreibe das auf in dem Chatbereich. Engage. Okay, also ich habe das auf Englisch gemacht, weil das war einfach ein schönes, schöne Abkürzung, die man sich merken kann. Engage heißt, für all diejenigen Personen, die noch nicht bereit sind, bei mir schon in ein Kennenlerngespräch zu kommen, dass ich denen eine Möglichkeit gebe, in meinen Trichter zu kommen. Das heißt, ich würde denen zum Beispiel anbieten, dass sie etwas herunterladen. Also das ist mein sogenanntes Freebie. Und oder dass sie in mein E-Mail-Newsletter kommen. Also wie würde das ausschauen? Stell dir vor, ich würde diese Masterclass mit euch machen in der freien Wildbahn, nicht hier in der Gruppe, wo wir uns schon kennen. Und ich würde sagen, wenn das heutige der heutige Inhalt dir gefallen hat und weitergebracht hast und du mit mir weitergehen möchtest, melde dich für ein Kennenlerngespräch an. Oder wenn du erstmal ganz langsam beginnen möchtest und vielleicht mich kennenlernen möchtest und meine Angebote und wie ich lehre, dann würde ich dir vorschlagen, dass du als nächster Schritt auf der Seite gehst, kundenmagnetelevatorpitch.com, dass du dich dort anmeldest für mein Training, Elevator Pitch Training, und deine Zustimmung gibst, um auch in den E-Mail-Newsletter zu bekommen. Dann bekommst du regelmäßige Tipps, Strategien und Impulse von mir. So bleiben wir in Kontakt miteinander und du kannst das über Zeit ansehen. So. Siehst du, was ich gemacht habe? Ich habe zwei Call to Actions gemacht am Ende von einem Content. Eins, der einen direkten Weg hinführt, und ein anderer, der einen indirekteren Weg zu mir führt, aber wo der Mensch weiterhin mit mir in Kontakt bleiben kann. So, hier streiten sich die Experten. Manche Leute sagen, mach bloß nur einen einzigen Call to Action, eine einzige Aufforderung, um deine Konsumenten nicht zu verwirren. Und andere Personen wie ich, wir sehen das ein bisschen locker und ich gebe ein paar Optionen, die für Kunden gut sind. Und manchmal mache ich gar keine solche Sache, und das wirst du vielleicht bei mir beobachtet haben, nämlich ich bin ein Mensch, ich mache anstatt Pitching oder Call to Actions lieber das sogenannte Priming. Was ist Priming? Priming ist, wenn du in deinem Content deinen Kunden darauf primest, auf eine Zusammenarbeit. Das heißt, was du ganz häufig bei mir hören wirst, ist, dass ich ganz viel spreche über meinen Kunden. Zum Beispiel zum heutigen Einführung von diesem Video habe ich gesagt, das ist eine Frage von Christiane. Christiane ist schon eine Jahres-Mentoring-Kundin bei mir in Thrive. Und ich pflanze den Samen bei dir ein, also nicht psychologisch und dich austricksen, sondern das ist einfach meine Art und Weise, das Ganze zu machen, anstatt zu pitchen. Und dann sagst du, ah, okay, Shalia hat scheinbar ein Jahres-Mentoring-Programm. Es heißt Thrive. Das macht dich vielleicht neugierig. Du gehst auf meine Website und schaust, was ist Thrive? Also was ist das Programm, wo Christiane unterwegs ist? Und dort auf meine Seite angekommen, siehst du andere Möglichkeiten, direkt und sofort dich in meine Liste einzutragen. Du siehst Einladungen zu meinem Kennenlerngespräch. Das ist eine subtilere Art und Weise, die Leute auf deine Angebote hinzuführen. Und das ist manchmal für herzgetriebene Dienstleister, sage ich mal, der Weg der Wahl, weil wir Leute sind, die tun sich manchmal ein bisschen schwer mit diesen, ja, ich will nicht sagen pushy Marketing oder sowas, aber manche empfinden diese Call to Actions als ein bisschen pushy. Okay, also, das wäre hier diese E für Engage. Also du kriegst sie dazu, etwas zu machen, sich anzumelden für ein Kennenlerngespräch oder für dein E-Newsletter. Und dafür brauchst du entweder ein Newsletter, der schon vorhanden ist, oder du brauchst mindestens ein Freebie, wo sie das herunterladen können, jetzt schon, während du später dein E-Mail-Newsletter-Marketing aufbaust. Okay, dann gehen wir davon aus, du hast die dann jetzt. Also du hast die in deiner Liste und du hast es geschafft, ein E-Mail-Marketing-System auszusuchen. Du hast es geschafft, zu beginnen, regelmäßige E-Newsletter zu schreiben, die relevant sind für deine anvisierte Zielgruppe. Und in dieser E-Mail-Newsletter, du könntest ein solches
Streamline Strategy machen. Also das ist die Lehre aus den letzten 10 Jahren. Die verändert sich gerade ein bisschen, aber ich erzähle es trotzdem. Es ist die Idee, dass du nicht jedes Mal eine Sache neu erfindest in deinem E-Mail-Marketing. Das würde heißen, ich schreibe über Thema A in meinem E-Newsletter, ich mache einen Podcast über Thema B, ich halte ein Webinar über Thema C. Das wäre eine Art und Weise, die in der Vergangenheit gang und gäbe war, also überall total unterschiedliche Contents, was dazu führt, dass jemand, der ein Einzelunternehmer oder in einem kleinen Geschäft ist, irgendwann mit der Zeit ausbrennt. Also weil so viel unterschiedlicher Content die ganze Zeit zu machen, während du Kunden bedienst, während du andere Dinge in deinem Business aufbaut, kann für viele erschöpfend sein. Und deswegen ist irgendwann mal die Idee einer Streamline-Strategie entstanden. Und das heißt folgendes, dass du irgendeinen Impuls setzt, zum Beispiel, sagen wir mal, du entwickelst eine Podcast-Episode, wo du über eine Stunde in aller Ausführlichkeit etwas erzählst, lehrst, wie auch immer. Und dass du Content nimmst und machst daraus einen Blogbeitrag oder sogar 5 verschiedene Blogbeiträge, die aus den tieferen Inhalten entstehen. Oder du machst es andersherum. Du fängst mit dem Impuls des Facebook-Live-Videos, du nimmst die Audio davon, nutzt es für deinen Podcast und aus dem schreibst du einen Artikel für deinen Blog. Das heißt, einen einzigen Content und daraus abgeleitet verschiedene Contents, die auf verschiedene Kanäle zur Verfügung sind, mit der Hoffnung, dass du für deine Zielgruppe omnipräsent wirkst und dass du die dort antriffst, wo die sind. Mit der Idee dahinter, dass einige Leute lieber visuelle Content sehen und auf YouTube sind zum Beispiel und andere wiederum sehr gerne Dinge lesen. Okay? Und dann würdest du in deinem E-Mail-Newsletter ein paar neue Wörter hinzuschreiben und dann auf die neuen Contents aufmerksam machen, die online entstanden sind. Das heißt, der wöchentliche, wenn man so will, Content-Prozess ist in einem schlüssigen Prozess verfasst, wo verschiedene Contents entstehen. Jetzt streiten sich die Geister auch darüber, weil manche Kunden sind auf den Trichter gekommen, wenn man so will, dass man das macht. Also sie merken, dass überall der gleiche Content entsteht und sie denken sich mit der Zeit vielleicht, warum soll ich den E-Newsletter lesen? Es ist eh nur das, was ich schon im Podcast gesehen habe. Und einige Vermarkter gehen zurück und versuchen, originelle Content zu verschaffen auf verschiedenste Kanäle, wenn sie das hinbekommen, von der zeitlichen Kapazität, von der Kreativität und so weiter und so fort. Ich für mich wähle gerne eine Streamlined-Strategie, wenn ich es kann, weil ich versuche, mein Business möglichst einfach und straight zu halten. So, diese Phase ist wichtig, weil hier kommt es auf die Konsistenz und die Regelmäßigkeit an, so die Lehre. Das ist das, was ich nutze mit dem berühmten Taxi-Beispiel. Das hat Romy sehr gerne und deswegen werde ich es gleich erklären. Aber bevor ich das tue, schreibe ich hier dieses R, Relate or Building a Relationship, ist dieser Teil des Trichters. Und zwar folgende Idee. Es gibt eine Geschichte, die ich immer gerne erzähle, mit einem Taxifahrer. Stell dir folgendes Szenario vor. Ich bin immer nach USA geflogen und manchmal auf dem Rückweg zurück nach einer Ausbildungseinheit habe ich einen Nachtflug gehabt. Ich komme frühmorgens an. Noch fahren die S-Bahnen nicht, keine Ahnung, oder ich bin zu faul, um einen S-Bahn-Weg auszusuchen und ich möchte einfach Taxi fahren. Und ich gehe raus und ich bin todmüde, weil ich nicht im Flieger schlafen kann und ich schleppe meinen ewig schweren Koffer hinter mir, der ist immer sehr, sehr schwer, weil ich nicht entscheiden kann, was wichtig wäre, mitzunehmen. Entschuldigung. Und stell dir vor, ich sehe ein einziger Taxi, und sein Licht ist an. Und das Licht heißt immer, ich bin im Betrieb, du kannst mich ansprechen. Ich laufe mit meinem Koffer hin, so müde wie ich bin. Ich greife zu der Tür, will die Tür aufmachen, um den Taxifahrer meine Destination zu sagen. Und just in dem Moment höre ich, klick, die Tür wird zugesperrt, das Licht geht aus. Und ich gucke ihn an, er schüttelt den Kopf, scheinbar ist er doch nicht im Betrieb. Ich drehe um und gehe zurück und will eine andere Option finden. Und just in der Sekunde kriege ich aus dem Uhrenwinkel und aus dem Augenwinkel mit, Licht wieder an,
plups, die Schloss geht wieder auf und ich denke, ah, war das eine Verwirrung? Der ist doch in Betrieb. Ich gehe wieder hin und es passiert das Gleiche nochmal. Licht geht aus, Türschloss geht zu und er ist nicht verfügbar. Nach dem zweiten Mal gebe ich auf und denke, du kannst mich mal. Ich gehe, egal ob du das Licht wieder anmachst oder nicht, woanders und finde mir eine andere Option. Und das ist ein sehr krasses Beispiel, aber was es eigentlich darstellen soll, ist das Problem, was viele Solopreneure haben, entweder am Anfang der Aufbau von ihrer Content-Marketing-Strategie oder aber auch über Zeit. Und das betrifft auch mich. Nach 10 Jahren Content-Produktion, konsistent über Jahre, ist es ermüdend manchmal und man macht für eine Zeit lang das Licht aus. Und sobald das Licht aus ist, wissen die Leute nicht, ob du noch im Betrieb bist. Und deswegen diese Regelmäßigkeit hat den sinnbildlichen Effekt dieses Taxilichts anzubehalten. Das heißt, in dieser Phase von Relate in dem Trichter wäre es gut, wenn man langsam eine Konsistenz beginnt reinzubringen. Und das kann für manche sein, dass sie am Anfang sagen, okay, ich schaffe es gerade, einmal im Monat Content zu erstellen oder ich schaffe es gerade alle 3 Wochen. Ich habe über lange Jahre mein E-Mail-Newsletter alle 3 Wochen rausgekriegt, weil das war das, was für mich möglich war. Ich war kein so großer Content-Maven und ich bin heute wesentlich besser, aber damals war es für mich schwierig. So. Nun, stell dir vor, du hast diesen E-Newsletter, den du regelmäßig rausbringst. Was ganz gut wäre, ist, wenn am Ende von jedem E-Newsletter immer die Einladung steht, dass man sich einträgt für ein Kennenlerngespräch. Und das ist die Idee, alle Straßen führen nach Rom. Das heißt, dass nicht nur in deinen Contents, Mehrwert-Contents, dass du diese Aufforderungen machst, zu dir ins Kennenlerngespräch zu kommen oder dein Freebie herunterzuladen, sondern das sollten die klaren Hinführungen auf deine Website sein. Das sollen die klaren Hinführungen sein auf dein E-Newsletter, auf deine E-Mail-Signatur, oben in Skype, wo du was schreiben kannst. Dort, wo du die Kunden haben möchtest, ist der Hauptzielsetzung von deiner Kommunikation im Endeffekt. Und das möchtest du überall kommunizieren, sodass sie überhaupt wissen, wo kann ich hingehen, was willst du von denen überhaupt. So, ich schaue mal hier drauf, ob ich was vergessen habe. Ja, zwei Dinge. Und zwar, da kommt der tolle Kunde raus. Könntet ihr meine schöne Künste sehen in der Zeichnung? Und hier auch seit dem DSGVO eine neue Veränderung, ganz klar. Ich erwähne das nur nebenbei. Ich darf keine rechtliche Beratung geben und ich bin bei weitem kein DSGVO-Experte. Aber was ich hier tue an dieser Stelle, wo ich mein Freebie immer erwähne, ich war gestern zum Beispiel in zu einem Online-Kongress als Speaker eingeladen. Ich habe am Ende zu meinem Freebie hin eingeladen. Und dort habe ich einen Haken, der sagt, du willst diesen Freebie und du möchtest auch noch mein E-Newsletter bekommen. Das ist ganz wichtig, dass das dabei ist, dass du DSGVO-konform bist. Und ich habe große Angst gehabt, dass die meisten Leute das nicht anklicken. Und ich durfte mich zum Besseren belehren. Die Leute machen sehr wohl das. Und ich habe ganz, ganz, ganz viele Leute, die den Freebie und den Newsletter gleichzeitig abonnieren. Eine sehr hohe Menge, ich würde es einschätzen, Pi mal Daumen bei 75%, vielleicht sogar mehr. Was ich auch noch hier drauf geschrieben habe, ist Folgendes. Nämlich die Problematik, die die meisten Leute, die ein Online-Business aufbauen, irgendwann mal erreichen. Und zwar, das hat einen stufenweiser Vorgang. Zum einen, während der Aufbau deines Geschäftes in diesen ersten 18 Monaten, natürlich ist es so, dass es dir ganz häufig vorkommen wird, als würdest du mit Geistern sprechen. Dein Publikum ist unsichtbar, deine Zahlen sind einfach nicht klar oder gar nicht sichtbar für dich, oder sehr, sehr klein und du betreibst aus deinem Gefühl sehr viel Aufwand, dafür, dass das Publikum überhaupt noch nicht da ist. Und es braucht eine Weile, bis man ein Publikum aufgebaut hat und bis man auch sehen kann, dass die Leute dort sind. Und die meisten meiner Kunden machen die Erfahrung, nach 2 Jahren Content-Marketing-Strategie durchführen, dass plötzlich Leute sich anmelden für Kennenlerngespräche, die sie gar nicht kennen und die denen zurückberichten, dass sie das schon seit Monaten oder Jahren verfolgen. Das heißt, hier gilt es, eine wahnsinnige Fähigkeit zu entwickeln. Und zwar mein Favorit für dieses Beispiel ist ein Buch, das ich früher meinen Kunden gesendet habe. Und es nennt sich
The Carrot Seed. Es ist ein kleines Kinderbuch in ein quadratisches Format aus so Cardboard oder Papierpappe. Und dort ist ein kleiner Junge, vielleicht 5 Jahre alt, und der pflanzt einen Karottensamen in den Boden und er gießt jeden Tag diese kleine Erdhaufen, wo dieser Samen gepflanzt wurde, und er jätet. Er gießt und jätet, das ist das richtige Wort, oder? Er macht die Unkraut raus. Und es kommen in dem Buch immer hintereinander die verschiedensten Mitglieder seiner Familie. Erst sein Papa, dann seine Mama, dann sein Bruder. Und sie sagen alle das Gleiche. Tja, Junge, machst ganz schön viel Arbeit, aber wir sehen noch nichts. Vielleicht will das nicht. Und der Junge lässt sich nicht beirren. Der macht einfach weiter. Gießen und jäten jeden Tag. Und eines Tages drehst du die Seite in dem Buch und da steht er mit einer Karre und mit einem riesen Karotten. Das Ding wuchs und wuchs die ganze Zeit unterhalb der Oberfläche, ungesehen von ihm, aber er hat einfach immer das Vertrauen beibehalten, dass das gut wird. Und er konnte es sehen dadurch, dass das Grün ein bisschen auf der Oberfläche drauf gut ist, oder sagt man das auf Deutsch, ich weiß es nicht. Jedenfalls, er hat Recht behalten. Und in dieser Zeit, wo keine Sau sich interessiert für das, was du tust, offen, also jedenfalls in deiner Wahrnehmung, das ist sehr, sehr wichtig zu haben. Das zweite ist, zwangsläufig kommt fast jeder an einem Punkt, wo man eine gewisse organische Reichweite, es ist wie eine gläserne Decke, wenn man so will. Man hat gemacht und getan und Leute angezogen, aber und vielleicht ging es am Anfang schnell oder gut vonstatten und irgendwann mal kommt man auf ein Plateau und es geht wie irgendwie nicht weiter. Man kriegt nicht noch mehr Leute in die Liste, man kriegt nicht noch mehr Besucher in ein Webinar, was man hat und so weiter und so fort. Und dann beginnt man sich Gedanken zu machen, wie man diese Reichweitenplateau sprengen kann. Das ist eine Frage, die viele haben. Und was sie beginnen zu tun, ist eine von zwei Richtungen. Entweder sie tun Dinge, die organische Reichweite ankurbeln. Zum Beispiel könnte es sein, dass sie beginnen, auf ihrem Kanal Facebook Live Videos zu machen. Das wird bevorzugt von Facebook. Es wird plötzlich, indem man das konsistent macht, eine weitere Streuung bekommen, mehr Reichweite schaffen. Und die schaffen es über einen solchen Weg. Manche widmen sich der SEO. Sie machen eine Search Engine Optimization, wenn der Zielgruppe dabei ist, sie online zu finden, und sie optimieren einen Bereich. Andere machen eine Push-Marketing-Methode, um das anzukurbeln, wie ein Online-Kongress. Sie holen sich 30, 40, 50 Experten, die schon Reichweite haben. Sie machen ein Event zu dem Thema und generieren durch die Reichweite der anderen eigene Reichweite, dadurch, dass sie der Veranstalter waren. Das sind alles Dinge, die man machen kann, wenn man viel Zeit hat, aber wenig Geld. Ja? Und die anderen, die ihre Reichweite ankurbeln wollen und die vielleicht sagen, ich habe keine Lust auf strategische Kooperationen, auf Kongresse, whatever, ich möchte einfach mal Geld ausgeben, dann machen sie Paid Advertising. Sie bezahlen Anzeigen für Facebook, für Google und Co. und bringen die Leute über gutes Targeting zu sich hin und führen sie beispielsweise auf ihr Freebie oder auf ihren kostenfreien Content oder auf beides und führen sie die auf diesen Weg in den Trichter. Und das war eine Frage, die Christiane auch hatte, weil was viele machen aus meiner Erfahrung, sie hören von irgendjemandem, ich brauche Facebook-Anzeigen und morgen wird drei Baumeister bei uns sein und mit uns vielleicht mehr darüber reden. Und sie machen irgendwelche Anzeigenschaltungen, ohne zu wissen, was sie eigentlich davon haben möchte. Und meine ganz klare Antwort darauf ist, Facebook-Anzeigen machen wahrscheinlich erst dann Sinn, wenn du eine gewisse Konsistenz reinbekommen hast in deiner Mehrwert-Content-Erstellung, wenn du eine eigene Voice entwickelt hast. Darüber werde ich gleich mit dir ein bisschen sprechen. Und wenn du einen Trichter hast, wo du weißt, wo du die Leute hinführst. Also zwei Dinge, die wir zum Beispiel gerade am Laufen haben in meinem Business, ist ein Freebie, mein Kundenmagnet Elevator Pitch, wo wir Leute hinführen, dass sie sich anmelden dafür. Und wir haben ein Evergreen-Webinar, wo wir demnächst beginnen, Anzeigen zu schalten, wo wir die Leute hinführen in Richtung eines Trainings und dann zu einem Kennenlerngespräch. Also
das ist gut, wenn man ein bisschen strategischer vorgeht. Okay, gut. Ich nehme einen Schluck Wasser, bevor ich den nächsten Schritt gehe. Und wir werden heute circa eine Stunde, denke ich, miteinander reden. Und wir haben es schon die ersten 30 Minuten hinter uns. Wir machen eine ordentliche Masterclass heute. Und verzeih mir bitte, dass ich nicht ein schönes Glas habe und direkt aus der Flasche trinke. Das ist ein Beweis dafür von meinen Florida und Tennessee Roots. Wir sind da nicht ganz so gut erzogen. Ich werde versuchen, auch ein paar Minuten am Ende einen Fragebereich einzustellen, aber ich denke, lieber nutze ich die Zeit einfach mal für den Class, wenn es für euch okay ist. Sag vielleicht auch an dieser Stelle zu Hallo zu mir. Ich sehe so immer wieder Schwanken zwischen 5 und 6 Leute gerade, die live dabei sind. Ich würde mich sehr freuen, von dir zu hören. Also mach mir einen Gruß. Okay. Jetzt gehe ich zurück zu Christianes Fall. Jetzt, wo wir eine Übersicht haben über diesen Hero-Trichter. Und jetzt wäre vielleicht für Christiane an der Fall, dass sie sagt, okay, Content-Marketing-Strategie klingt ganz gut, aber welche von diesen Kanälen soll ich aussuchen? Soll ich lieber einen Podcast machen? Soll ich lieber in Facebook was tun, um die Oberärzte und Fachärzte zu erreichen und so weiter und so fort? Und stell dir vor, sie weiß es nicht. Sie weiß gar nicht, ob die Ärzte wirklich online sind, auch wenn sie selbst den Wunsch hat, ein Online-Business zu machen und mit den Ärzten online zu arbeiten. Na, hier kommt die gute Nachricht. Es gibt jede Menge Recherchemöglichkeiten. Und ich habe heute in eine 15-Minuten-Session für die Christiane mit recherchiert. Die hat das zwar als Hausaufgabe von mir bekommen vor Weihnachten, aber ich helfe dir ein bisschen damit, Christiane. Und zwar, ich habe in kürzester Zeit jede Menge erfahren über die Ärzte. Folgendes, und das ist für alle Leute, die online mit irgendwelchen Zielgruppen unterwegs sind, eine der bekanntesten Studien über Internetnutzung oder Online-Nutzung auf dem Markt heißt die ARD-ZDF-Online-Studie. Ich schreibe es hier auf. ZDF-Online-Studie. Und das ist die allererste Studie, zu der wir gegangen sind, als ich als strategische Planerin gearbeitet habe. Es war quasi die vorderste Front, wenn wir wissen wollten, welche Zielgruppen wie online unterwegs sind. Dort kannst du sondiert schauen nach Frauen und Müttern, nach Kindern, nach Berufsgruppen und so weiter und so fort. Aber für diese Ärztefach-Zielgruppe wollte ich ein bisschen schauen, ob es was anderes gibt. Und ich habe auf Anhieb relativ schnell 2 Dinge gefunden. Das eine, Christiane, ist die API-Studie des Arbeitskreises LA-Med. Und zwar, das ist eine Studie, die eher geht über niedergelassene Ärzte mit eigener Praxis, aber das macht nichts. So spezifisch zu werden auf die Fach- und Oberärzte wird eh schwierig. Da wirst du eher Ärzte im Allgemeinen wahrscheinlich suchen müssen. Und ich habe Folgendes erfahren. Nicht nur sind 90% der deutschen Bevölkerung online, wie aus der ARD-ZDF-Studie berichtet, aus allen Altersgruppen und sozialen Bereichen, sondern bei den Ärzten haben sie gesagt in einer 2016-Studie, die ich gerade genannt habe, dass nur 4% der Ärzte verzichten auf Internet für berufliche Nutzung. Das heißt, 96% aller Ärzte nutzen das Internet für berufliche Zwecke. Das hat mich irgendwie überrascht, aber als ich das gelesen habe, dann wiederum doch nicht. Und zwar, 3/4 von diesen befragten Ärzten sind sogar täglich online, einmal oder mehrmals. 53% dieser Ärzte weisen zwischen 1 bis 5 Stunden pro Woche auf, wo sie sowohl online auf ihrem Laptop oder auf ihrem Handy unterwegs sind. Und 22% sind sogar bis zu 10 Stunden wöchentlich online in ihrem beruflichen Kontext unterwegs. Die andere Studie, die für dich vielleicht interessant sein kann, ist die DocCheck. Die DocCheck ist diese größte Community für Ärzte online, wo die meisten angeben, als Teil der Community unterwegs zu sein und sich dort weiterzubilden und auszutauschen. Die machen auch Marktforschung. Und da gibt es auch eine 2016-Studie, die du anschauen kannst. Ich werde den Link unterhalb von diesem Video posten, Christiane. Und sie zeigen eine noch höhere Internetnutzung als die API-Studie, was für dich vielleicht interessant sein könnte. Okay, das heißt, sehr cool.
Mein Wunsch, ein Online-Business zu machen mit den Ärzten, stimmt vielleicht gut überein mit ihrer Nutzung. Ich kann sie dort erreichen. Die nächste Frage, die für mich interessant wäre, wäre, was machen sie denn online und wo kann ich die überhaupt vorfinden? Und Folgendes habe ich in dieser 15 Minuten Recherche herausgefunden, Christiane, und du kannst das weiter betreiben, weil da gab es einiges spannende Dinge. Was die Hauptnutzung war, war folgendes. 39% der befragten Ärzte bilden sich zumindest einmal im Monat fort. Haha, die bilden sich online fort. Und der Grund dafür ist, dass sie irgendwelche mir nicht bekannten, aber wahrscheinlich dir bekannten Punkte sammeln müssen, Christiane, weil du kommst aus dem Umfeld. Nämlich, sie sammeln CME-Punkte. Das heißt, die sind online affin, die bilden sich online fort und alle Mehrwert-Content, die du bringst, um sie fortzubilden auf dem Bereich, wo du deine Expertise hast, wird wahrscheinlich gut bei denen ankommen. Und was du natürlich noch nicht weißt oder was ich nicht in diesen 15 Minuten Recherche herausgefunden habe, ist, ob das genau Artikel sind, die sie lesen, ob sie Podcasts hören, ob sie Webinare machen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass alle drei vorkommen in diesem Fortbildungsprozess. Das heißt, in deinem Fall, Christiane, würde ich beginnen, weiter mich zu informieren über den Bereich Artikel, Podcast und Webinare. Das wären die ersten Bereiche, die für mich sinnvoll und interessant erscheinen. Was die Ärzte ablehnen jedoch, ist der Austausch mit Kollegen, mit anderen Ärzten oder Krankenschwestern und so weiter, Klinikpersonal online. Sie tauschen sich nur sehr wenig aus im Monat mit Kollegen im Internet. Auch wenn sie auf diese DocCheck-Community sind oder Colloquio ist auch ein Bereich, die machen das nicht. Und die kommen immer mehr auf Facebook, LinkedIn und Xing, sagen aber von sich, dass sie das zu privaten Zwecken nutzen können. Aha, aber ich würde an dieser Stelle trotzdem Potenzial sehen, weil du könntest zum Beispiel eine der Ersten sein, die sie erwischt in ihrem privaten Nutzungskontext und denen eine Anzeige zeigst, wie sie zu deinem Thema kommen könnten, um sich vorzubilden. Also ich würde nicht nur, weil sie gesagt haben, die nutzen das nur für private Zwecke, das ausschließen als Medium. Und hier könnte man ganz kreativ werden und schauen, was da möglich ist. Aber momentan ist die Tatsache, dass sie sich gegenüber Social Media für den beruflichen Austausch relativ ablehnend oder vorsichtig sind. Das wäre aber ein Trend, den du über die nächsten Jahre beobachten kannst, während die jüngeren Ärzte aufsteigen in den Markt. Okay, so, wir gehen in Richtung den nächsten Schritt. Ich habe lauter solche schöne Zettel. Und vielleicht hast du es gespürt, wenn du schon länger auf dem Markt unterwegs bist und vielleicht bist du jemand, du hast dich informiert über all diese Dinge schon. Du hast hier bei einem Blogging-Experten reingehört auf ein Webinar. Du warst bei dem Podcast-Helden mit Gordon Schönwälder. Du hast ein bisschen über Facebook-Anzeigen gelesen bei Katrin Hell, ich weiß es nicht. Du hast überall so kleine Puzzleteile gesammelt, hast vielleicht für dich sogar sowas wie ein Gesamtbild geschaffen, die eventuell auch anders ausschaut als mein Gesamtbild, das ich heute vorgestellt habe. Und jetzt fragst du dich, wie Christiane, ja, aber stell dir, das ist so viel, wo fange ich denn verdammt an? Und ich wollte einfach heute mal eine richtungsweisende Hilfestellung geben, ohne dass ich dir sage, das ist der richtige Weg, das ist die Schritt 1 und das ist Schritt 2 und das ist Schritt 3. Weil wenn ich was beobachtet habe über die letzten 10 Jahre, ist es folgendes. Menschen sind Menschen und die drücken sich anders aus. Sie empfangen andere Weisheit von der höheren Intelligenz, wenn man so will, vom Universum, von Gott, von ihrer eigenen Intuition, wie auch immer du das nennen möchtest. Und der eine stürzt sich sofort in die technologischen Zeiten. Das habe ich gemacht am Anfang. Ich liebte damals Tools. Ich wollte die Content-Management-Systeme verstehen. Ich wollte die Webinar-Technologien verstehen. Ich wollte lernen. Diese Tools haben mich echt fasziniert, die automatisierte Terminverwaltungssysteme. Und mein erster Einstieg war, mich erst mit den Technologien zu befassen, weil es mich begeistert hat. Wiederum eine Kundin von mir, sie hat sich einfach begeistert von Kommunikation.
Sie hatte eine virtuelle Assistenzleistung, die ganz neu war auf dem Markt in Deutschland damals. Und sie ging einfach überall hin, auf allen Plattformen und quasselte die ganze Zeit Leute zu, schrieb Leute an und hat einfach kommuniziert über den Nutzen ihres Angebotes. Und übrigens in ihrem ersten Jahr durch diese Unbefangenheit, über diese Naivität, wie ein Business richtig aufgestellt wäre, hat sie 250.000 Umsatz gemacht in dem ersten Jahr. Also das ist die Kraft, wenn wir dort anfangen, wo es uns hinzieht. Und deswegen vorsichtig an dieser Stelle. Was ich gleich sage, ist nicht die Wahrheit und genau das Richtige, sondern es ist ein Anhaltspunkt. Dann hör dir das mal an und check es mit deiner eigenen inneren Weisheit ab. Denn ich habe nämlich über verschiedene Kompetenzen nachgedacht heute. Und ich habe so ein Kompetenzdiagramm aufgebaut. Ich werde diese fotografieren, vielleicht später für euch online zur Verfügung stellen. Und zwar auf dem Aufbau von einem Online-Business und einem, welch immer auch Trichter, du brauchst einige wichtige Kompetenzen. Also, du brauchst zum Beispiel Kompetenz, dich zu positionieren. Das heißt, zu verstehen, für wen dein Angebot ist, auf wen richtet sich deine Angebote zu entwickeln, wie du mit deinen Kunden zusammenarbeiten möchtest, aufzutreten im Netz. Also in der heutigen Zeit ist es gang und gäbe, dass man eine repräsentative Website hat oder mindestens Landingpages und dass man das gut genug über die Bühne bekommt, dass die Glaubwürdigkeit entsteht. Und es wäre gut, wenn du wie Christiane ein Coaching-Angebot, ein Beratungsangebot hast, dass du einen guten Kennenlernprozess in place hast. Und hier kommt eine Ressource von mir. Also wenn du auf meine Website gehst unter http://www.shellyastevens.com, dann wirst du dort einen Online-Shop finden und dort findest du zum Beispiel ein kleines Selbstlernkurs zum Thema Positionierung, ein kleines Selbstlernkurs zum Thema Angebot erstellen, ein kleiner Selbstlernkurs zu Website-Auftritten. Der ist in dem großen Successful Solopreneur-System drin, aber den KLG-Prozess kann man im Selbstlernkurs auch anschauen. Also das wären die Grundlagen, dass du weißt überhaupt, was du hast und wozu du das Gesamte machst. Das habe ich am Anfang nicht so gut gemacht, als ich mein Business aufgebaut habe. Ich habe nämlich ganz viel Content erstellt, ganz viel Mehrwert-Content, aber ich wusste lange Zeit nicht, was mein Angebot ist. Und weil das so war, ich wusste nicht, wie ich die Leute hinführen sollte, weil ich gar nicht wusste, was ich denen verkaufe. Klingt wie ein grober Fehler für jemanden, der aus dem Marketing kommt, aber es war ein blinder Fleck für mich. Ich habe es übersehen. Ich habe mich einfach gestürzt in dieser Online-Content-Geschichte und dachte, das muss man machen. Und ich habe das Ganze von hinten rum aufgerollt, ohne mit den Grundlagen zu beginnen. So, das wäre eine Kompetenz, die wichtig wäre. Dann wäre eine ganz wesentliche Kompetenz, gerade wenn du mit Content-Marketing da draußen gehen möchtest, ist, dass du schaffst, Relevanz hinzubekommen. Das ist ein wirklicher Kompetenzbereich. Das ist die Schnittstelle zwischen dem, was du sagen möchtest und das, was deine Zielgruppe interessiert und haben möchte. Und das ist auch eine Sache, die viele machen am Anfang. Die reden und reden und reden über Sachen, die sie interessieren, ohne wirklich den Spieß umzudrehen und zu sagen, ja, aber was wollen meine anvisierte Zielgruppe von mir? Wo haben sie die meisten Struggles? Wo haben sie Probleme, die sie lösen möchten und so weiter und so fort? Und aus meiner Sicht ist es ein wichtiger Kompetenzaufbau auf dem Weg zum Online-Geschäft, dass du immer besser wirst im Identifizieren von Relevanz und deine ganzen Mehrwert-Contents darauf aufbaust. Dann kommt hier ein nächstes Feld, nämlich Kommunikation. Es ist natürlich ein Kompetenzfeld, den man aufbauen muss, wenn man sein Business auf Kommunikation aufbaut, dass man in Kommunikation immer besser wird. Was heißt das für mich? Einerseits, dass du deine Präsenz stärkst. Also je öfter du zum Beispiel Videos drehst, desto sicherer fühlst du dich, desto solidere Präsenz strahlst du aus. Dass du immer besser wirst, deine Kompetenz zu kommunizieren, dass du immer besser wirst, dich auch menschlich zu zeigen. Niemand will von einem Roboter buchen, ich schwör's dir. Sie wollen einen echten Menschen zum Anfassen sehen, mit Ecken und Kanten, mit Fehlern, mit Persönlichkeit, mit Herz.
Und das ist eine Sache, die ich am Anfang nicht hinbekommen habe. Ich bin da rausgegangen mit meiner starken Präsenz und mit meiner Kompetenz, aber ich habe meine menschliche Seite, meine herzliche Seite verborgen, fast über ganze 3 Jahre. Und als ich begonnen habe, das einzuführen, lief mein Business viel besser. Also das baut man auf. Und was man auch immer besser darin wird, ist klar zum Ausdruck zu bringen, klar zu kommunizieren, teilweise pädagogisch, didaktisch besser wird. Und das egal, ob man schreibt, postet, spricht, Webinare hat, Videos dreht, egal. Ja? Das ist ein Kompetenzfeld. Das andere Kompetenzfeld, was ich angesprochen habe, ist die Technologie, Content Marketing oder Content Management Systeme, Mikrofone, welche Kameras brauche ich, E-Mail Marketing System, automatisierte Terminverwaltung, all diese Dinge, eine Website, eine Landingpage und so weiter und so fort. Dann die Kompetenz, überhaupt all diese einzelnen Teile zu einem gesamten logischen Trichter zu führen. Auch dazu sagt man gerne die Customer Journey. Wo beginne ich mit denen? Wo möchte ich die hinhaben? Wie führe ich die am besten dorthin, dass es für mich und für sie stimmig ist? Und das klingt so einfach, aber das war für mich gar nicht einfach am Anfang. Ich habe eine Weile gebraucht, bis ich begonnen habe. Immer bin ich Marketingbetreiber, auch mit an den die nächsten Schritte im Trichter zu denken und diese flüssig und gut zu gestalten für meine Kunden. Und dann hier in der Mitte, und das ist bewusst in der Mitte, ist das Thema List Building. Und hier ist das Ding. List Building heißt nichts anderes wie über Zeit immer mehr Leute auf deine E-Mail-Liste führen, sodass du immer besser eine Menge an und qualitativen Leads hast, denen du ein Angebot präsentieren kannst, ganz klar. Und das ist einfach die Fähigkeit, qualitativ hochwertige Leads in deine Liste zu bringen, sodass du jemanden hast, mit dem du kommunizieren kannst, auch wenn Facebook morgen ein riesen DSGVO-Verstoß macht und 3 Wochen offline ist, dass du deine Liste noch hast. Oder wenn Instagram plötzlich morgen seine Algorithmen verändert und du tust dir schwerer, die Kunden zu erreichen, du hast im Besitz die E-Mail-Liste, die Erlaubnis, mit den Leuten über deine E-Mail-Kommunikation zu sprechen. Und hier streiten sich auch die Geister. Manche Leute zielen darauf ab, eine möglichst große Liste zu haben und vieles, was in ihrer Kommunikation suggeriert wird, ist, dass du viel, viel, viel Leute brauchst, Tausende von Tausende. Ich, seit Anfang meines Geschäftes, warum auch immer, hatte eher eine kleinere Liste mit qualitativ hochwertigen Leads und gerade bei diesem letzten DSGO-Geschichte habe ich Tausende Leute wieder gehen lassen, um einfach wieder zu einem Bestand zurückzukommen, die wirklich von mir hören wollen. Das passt für meine Business-Strategie, weil ich als Online-Unternehmerin eher auf Premium- und hochwertigen Coaching-Programmen, entweder im One-to-One oder in der kleinen Gruppe, aufbaue zur Zeit in meinem Business. Und ich brauche nicht die unglaublichen Mengen, um das zu erreichen. Ich brauche eine kleine und feine, hochqualifizierte Liste. Wenn du jedoch in deiner Vision, in deinem Unternehmerleben dich dir vorstellen kannst, irgendwann mal große Massen zu erreichen und große Online-Kurse, passives Einkommen, was auch immer in diese Richtungen gehen, dann brauchst du eine größere Liste als ich und du würdest beginnen, diese Kompetenz ganz stark von Anfang an aufzubauen, würde ich aber auch jedem empfehlen, die Liste aufzubauen. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Dinge. Meine Güte, sind das jede Menge Kompetenzen. Ja. Und das ist der Grund, warum viele Leute nach 12 Monaten sich damit beschäftigen, 18 Monate, 24 Monate mit dem Aufbau des Online-Business beschäftigen, an einem Punkt kommen, wo sie sich überwältigt und auch ja, ausgebrannt fühlen. Also viele sagen zu mir, Shelley, ich habe ein Online-Learning-Burnout und sie wissen nicht, wie es weitergeht. 2 Dinge, die ich dir heute auf den Weg geben möchte, bevor wir Schluss machen, nämlich wir sind in einem Marathon. Ich sehe mich als in einem Marathon laufen und mein Ding ist, ich möchte kleine Babyschritte gehen, Tag für Tag über Jahre, die gesammelt einen riesen Gesamteffekt erzielen. Und ich gehe niemals in einem Hurry. Ich gehe langsam voran und eines der schönsten Sprüche, die ich von den amerikanischen Marine habe, ist slow is smooth and smooth is fast. Also,
Langsam ist glatt und glatt ist schnell. Und das gebe ich meinen Kunden auch weiter. Also fang an, wo du anfängst. Wirde in einem dieser Kompetenzbereichen gut und dann tu ein neues Stück hinzu, sobald du bereit bist. Und wenn ich dir sagen wollen würde, wo würde ich meine Aufmerksamkeit fokussieren, wenn ich möglichst schnell Kunden gewinnen wollen würde, es wäre auf folgenden Bereichen. Hier oben, das habt ihr vielleicht gesehen mit den umkringelten Bereichen. Ich würde mir klar werden über meine Positionierungen, wen ich anspreche, meine Angebote klar kriege, gut werden in einem soliden Kennenlerngesprächsprozess, der Leute konvertiert auf eine integere und wertschätzende Art und Weise. Und dann würde ich meine nächste Aufmerksamkeit und Energie dorthin verbringen, Relevanz zu erkennen für meine Kunden und diese gut zu kommunizieren. Und das so lange zu üben und zu üben und zu üben, auf welchem Kanal auch immer. Und jetzt gehe ich zu dem Fall zurück von der Christiana. Wenn sie zum Beispiel feststellt, in ihrem Fall, dass das bedeutet, sie beginnt tolle Artikel für die Ärzte zu schreiben, weil sie sehr gerne Artikel lesen, dass sie einen Podcast für sie entwickelt, die sie auf dem Weg zur Arbeit anhören oder in den Pausen. Und dass sie dann ein schlagkräftiges Webinar entwickelt, was ihre Angebote und Produkte präsentiert, dann würde sie einfach ihr Fokus darauf stellen, diese drei Dinge aufzubauen in den nächsten 90 Tagen oder in den nächsten 120 Tagen. Und sie würde das so auf der Art und Weise tun, dass sie immer besser wird in Relevanzkommunikation und in Kommunikation im Allgemeinen. Weil hier ist das Ding, wenn sie das tut, dann hat sie einen soliden Kern aufgebaut für ihre Arbeit. Und für all diejenigen, die zu den Proaktiven gehören, könnte sie direkt von dieser Kommunikation in Richtung ihrer Kennenlerngespräch führen. Und das könnte auf folgende Art und Weise sein, ohne technologischen Aufbau, ohne Prozesse und Komplexität. Am Ende von jedem Podcast könnte sie sagen, interessiert dich das? Du möchtest mehr davon erfahren? Schreib mir eine E-Mail an, da, support at Chefärzte besser werden, keine Ahnung, dort.de. Und fertig. Und dann würde sie warten, was sie ihr schreiben, und sie würde Kontakt zu denen aufnehmen. Und ohne alle jegliche Komplexität von Trichter würde sie erste Kunden gewinnen. Davon bin ich überzeugt. Okay, gut. Wir haben noch 2 Minuten. Deswegen werde ich euch bitten, eure Fragen eher am Ende von dem Video zu machen, weil ich möchte euch einen Ausblick geben für morgen. Diese Content-Marketing-Strategie ist quasi diese Grundlehre über die letzten 10 Jahre. Und was wir morgen kurz ansprechen wollen, der Rai und ich, ist die neue Lehre, nämlich es gibt eine neue Lehre auf dem Markt, die den Content-Marketing-Trichter auf den Kopf stellt. Es nennt sich der Click-to-Client-Trichter und es ist für diejenigen Leute, die wirklich schon ihre Voice klar haben und diese unglaubliche Content-Produktion auslassen wollen oder reduzieren wollen und die stattdessen dafür Geld in die Hand nehmen möchte und über Anzeigen die Leute in eine andere Trichter führen. Da möchte ich mit morgen beginnen. Wir werden uns hier treffen in der Gruppe um 15 Uhr. Es wird wieder eine informelle Masterklasse mit euch. Und wir werden das eher morgen in einem lockeren Gespräch machen. Also wir werden uns diese Click-to-Client-Trichter besprechen oder ansehen und besprechen. Und ich werde mit Rai als jemand, der Online-Gruppenkurse verkauft und Leute an Bord bringt in Form von Launches, werden wir über das Thema Launching sprechen. Das heißt, wenn du Anfänger bist, komm morgen dazu, aber lass dich nicht überfordern von dem, was wir alles dort sprechen. Und wenn du schon diese Content Marketing beherrschst und du möchtest in Richtung mehr Reichweite, skalierbarere Online-Angebote und so weiter und so fort oder ein Premium-Trichter aufbauen möchtest, der weniger Content Marketing braucht, damit du ein bisschen befreiter wirst, dann könnte morgen das für dich interessant sein. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Punkt 60 Minuten. Ich bin ein Wahnsinn. Geh mit Duke in den Schnee hinaus spazieren.
wünsche euch einen wunderschönen Tag und hoffe sehr, Christiane, dass ich dich auf deinem weiteren Weg unterstützen konnte. Und natürlich in den nächsten Wochen werde ich die weiteren Fragen ansehen und beantworte, die auch in Form einer Masterclass, so gut ich kann. Bis dahin, euch einen wunderschönen Tag und see you sehr bald online. Tschüss!